Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Heute schauen wir uns den jüngsten publizierten Fall der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsbehörde SUST an. Am 20. Juli 2021 stürzte in der Nähe von Subingen im Kanton Solothurn eine Bücker-Jungmann ab. Der Pilot überlebte schwer verletzt, der Passagier verstarb an der Unfallstelle. Interessantes Detail: Der Unfallverursacher war der Passagier. Was ist da genau passiert? Das schauen wir uns gleich an. Da aber eine Bücke vorkommt in diesem Video, gibt mir das Gelegenheit, ein bisschen Gratiswerbung zu machen für das Bücker-Museum in Teufen im Kanton Appenzell. Wir Schweizer Aviatikjournalisten haben im Jahr 2022 unsere Hauptversammlung dort abhalten dürfen und bekamen natürlich eine Führung durch dieses Museum, und ich war sehr beeindruckt, obschon ich sonst eigentlich nicht so ein wahnsinniger Oldtimer-Fan bin. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein Fräulein Beate Köstlin, ja, damals gab es noch Fräuleins, auf einer Bücker ihre Fluglizenz gemacht hat und dann ihren Fluglehrer, einen Herrn Use, geheiratet hat? Den Älteren unter uns ist Beate Use sicher noch ein Begriff. Eine Frau, die sehr viel Spaß hatte in ihrem Leben und nicht nur in der Fliegerei. Und dass zum Beispiel die Swissair früher die Grundausbildung für ihre Piloten auf Bückermaschinen durchgeführt hat, war mir persönlich auch neu. Und so gibt es ganz viele tolle, interessante Fakten, die man eben dort erfahren kann, neben einigen schönen alten Bückermaschinen natürlich. Ah ja, das Bückermuseum in Teufen hat keine festen Öffnungszeiten. Du musst dich also mit deiner Gruppe dort anmelden, bekommst dann aber auch eine maßgeschneiderte Führung durch die Inhaber Elisabeth und Albert Zeller, beide sehr engagierte Bückerpiloten. Seit 2021 gibt es eines von diesen schönen alten Flugzeugen weniger am Schweizer Himmel. Und damit sind wir bei unserem heutigen Fall. Es war ein schöner Sommerabend im Juli 2021, als Augenzeugen in der Nähe des Schweizer Dorfes Subingen eine Bücker-Jungmann im Spiralsturz beobachteten. In der Schweiz nennen wir den Spiralsturz eine Vrille. Das ist bei diesem kunstflugtauglichen Flugzeug eigentlich nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich war aber in diesem Fall, dass das Flugzeug extrem lange brauchte, um diesen Spiralsturz abzufangen. Zu lange. Das Flugzeug schlug in einem flachen Winkel auf einem Acker oder einer Wiese auf. Der Pilot überlebte schwer verletzt, der Passagier verstarb an der Unfallstelle. Was war geschehen? Um das zu verstehen, müssen wir uns die Geschichte der beiden Insassen vergegenwärtigen. Ich habe da mal diese Skizze erstellt. Der Passagier war ein ehemaliger Pilot und Besitzer dieses Flugzeugs von 1979 bis 2017. Er verfügte über viel Erfahrung im Kunstflug. Ich sage ehemaliger Pilot deswegen, weil ihm vor kurzem aufgrund einer Demenzerkrankung das medizinische Tauglichkeitszeugnis entzogen worden war. Er hatte dagegen Rekurs eingelegt, aber der Rekurs wurde abgelehnt. Der Pilot wusste das hingegen nicht. Er dachte, dass sein Freund wieder flugtauglich sei. Die Behörde spricht also nicht von einem Piloten, sondern von einem Passagier, weil er das ja rechtlich gesehen auch tatsächlich war. Er war ja nicht mehr ein flugtauglicher Pilot. Die Behörde erwähnt daher auch nicht, wie viele Flugstunden der Mann hatte und wie alt er war. Aber ich glaube, wir können vom Zusammenhang her davon ausgehen, dass er nicht mehr der Jüngste war und dass er in all den Jahren, wo er die Bücker besessen hat, viele Flugstunden gesammelt hat. Der Pilot war zum Zeitpunkt des Unfalls 43 Jahre alt und seit 2017 Besitzer der Hotel Bravo Uniform Victor Charlie. Er hatte keinerlei Kunstflugausbildung und wusste nur theoretisch, wie man einen Spiralsturz, eine Vrille, auffängt. Nach dem Unfall litt er an retrograder Amnesie. Was das ist, kannst du in dieser Skizze sehen. Wenn man vom Trauma in die Vergangenheit Erinnerungslücken hat, nennt man das retrograde Amnesie. Man kann sich das leicht merken, vom Unfall retour, sagen wir in der Schweiz. Und das andere, wenn man ein paar Tage oder Wochen nach dem Unfall keine Erinnerung hat,
dann nennt man das anterograde Amnesie. Bekannt ist Folgendes: Da der Pilot länger nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen war oder überhaupt nicht geflogen war, absolvierte er auf dem Flugplatz Langenthal um etwa 16.30 Uhr erstmal eine Platzrunde solo. Nach der Landung, noch während des Ausrollens, stellte der Motor ab und konnte nicht mehr gestartet werden. Das Flugzeug musste von Hand in den Hangar geschoben werden. Um 17.30 Uhr beobachteten Augenzeugen, dass der Motor wieder gestartet wurde. Das Flugzeug rollte zum Rollhaltepunkt der Piste 05, startete und flog über den Gegenanflug in westlicher Richtung. Es gab keine Radaraufzeichnungen und der Pilot konnte sich aufgrund seiner Amnesie nicht mehr an den Flugweg erinnern. Woran er sich erinnern konnte, war, dass er sich östlich von Solothurn auf der Höhe von 4600 Fuß auf die Landung in Langenthal vorbereiten wollte und dafür seinem Kollegen kurz das Steuer übergab. Dieser habe sofort den Leistungshebel nach vorne geschoben, die Nase gesenkt und dann die Maschine steil nach oben gesteuert. Der Pilot dachte, sein Freund wolle einen Looping fliegen, wie er das wohl früher tausende Male gemacht hatte, und überlegte sich noch, den Tankwahlschalter auf Rückenflug zu stellen, als er plötzlich merkte, dass der Passagier gar nicht mehr reagierte. Im Bericht steht, grundsätzlich sei für diese Art Flugzeug zum Ausleiten einer Vrille der Gashebel in den Leerlauf zu nehmen, der Knüppel neutral zu halten und das Seitenruder voll gegen die Drehrichtung auszuschlagen, bis die Drehung um die Hochachse aufhöre. Dann sei das Flugzeug abzufangen. Die Augenzeugen sprachen einstimmig davon, bis zum Aufprall lautes Motorengeräusch wahrgenommen zu haben. Das ist vermutlich auf die mangelnde Kunstflugerfahrung des Piloten zurückzuführen und erklärt, warum das Abfangen so lange gebraucht hat. Die Autopsie des getöteten Passagiers ergab keine Verletzungen an den Händen, sodass man annehmen kann, dass er beim Aufprall den Steuerknüppel also nicht mehr bedient hat. Es konnten aber in seinem Körper auch nicht die verschriebenen Medikamente gegen Demenz festgestellt werden. Das heißt, der hat sie offensichtlich nicht eingenommen. Im Bericht steht, dass bei der Autopsie eine neurodegenerative Erkrankung der Stirn- und Schläfenlappen des Gehirns nachgewiesen wurde. Diese sogenannte FTD, also frontotemporale Demenz, ist relativ selten. Die Krankheitseinsicht ist bei den meisten nicht vorhanden, das heißt, sie halten sich für gesund, was auch erklärt, warum der Mann Rekurs eingelegt hat gegen den Entscheid des Fliegerarztes. Symptome können sein Veränderungen der Persönlichkeit und des Verhaltens, auch die Stichworte oberflächlich, sorglos, unbedacht und enthemmt sind im Zusammenhang mit dieser Krankheit schon oft gefallen. Es ist also sogar möglich, dass der Passagier in dem Moment, wo ihm sein Kollege die Controls übergeben hat, völlig vergessen hat, dass er eigentlich fluguntauglich ist und einfach das getan hat, was er schon tausende Male gemacht hat, nämlich einen Looping. Nur hat er leider nicht damit gerechnet, dass in seinem Alter die extremen G-Kräfte eben eine Ohnmacht oder sonst eine Unpässlichkeit auslösen könnte, die ihn daran hindern, ein Flugzeug korrekt zu steuern. Dass eine Bücker in Rückenlage in einen Spiralsturz übergeht, ist laut Untersuchungsbericht nichts Außergewöhnliches. Vor allem dann, wenn der Motor nicht genügend Leistung abgibt. Und die Motorprobleme vor dem Flug deuten ja darauf hin, dass der Motor nicht gerade in Topform war. In einer Bücker-Jungmann eine Vrille aufzufangen, sei aber grundsätzlich kein Problem, wenn man wisse, wie das geht. Unser Unfallpilot wusste das bekanntlich nicht. Die SUST gab nach diesem Unfall eine Sicherheitsempfehlung heraus. Sie empfiehlt jedem Motorflugpiloten eine Kunstflugausbildung oder zumindest ein Training für ungewöhnliche Flugzustände. Wenn ich mir einen Hinweis aus meiner Region erlauben darf, auf dem Flugplatz Thun finden jedes Jahr im September die beliebten Kunstflugtage statt und dort gibt es aber auch immer ein Training, ein Vrillentraining für Motorflugpiloten. Wenn also jeder Motorflugpilot in Zukunft ein solches Training absolviert, dann bekommt der Tod dieses dementen Passagiers nachträglich noch einen Sinn.